Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es für euch 5 Arten von Geschenkeinkäufen. Der Annoncenleser. Das sieht gut aus. Ein Multifunktionstisch für 39,99. Ey, den könnte ich doch super verschenken. Der Nebenarten braucht doch einen Multifunktionstisch. Das passt doch. Oder diese Jacke. Die könnte ich meinem Mann super schenken. Die wäre doch perfekt eigentlich. Was denken sich denn diese Leute eigentlich, dass sie über eine Annonce einfach sich so sagen, ja, kommt der Koffer, dann ist der Junge zufrieden und dann kann er sich freuen. Und wir denken uns als Beschenkte nur, dein Ernst. Der nicht an sich Denkende, aber doch der an sich Denkende. Könnte man denn so schenken? War das nicht dieser schöne junge Mann, der irgendwie Silvester Feuerwerk machen wollte? Wäre das nicht eine gute Idee, wenn ich den zu Weihnachten einfach Feuerwerk schenke? Ach stimmt, Raketen zum Preis von 3,99 €. Und ich meine, ich habe da auch was super davon. Das ist doch perfekt für ihn. Was denkt sich diese Person eigentlich, dass sie doch für sich was einkauft, obwohl es eigentlich für den anderen Person sein sollte? Nur damit sie dann am Ende zufrieden ist an diesem Tag oder durch dieses Produkt, was er dann benutzt, um sie dann irgendwie zufrieden zu stellen oder ihn zufrieden zu stellen. Wir als Person würden ja eigentlich nur uns so denken, oh mein Gott. Warum schenkt mir jemand Feuerwerk? Wofür brauche ich das? Ich will zwar eine Silvesterparty machen, aber ich brauche doch nicht Feuerwerk. Das kann ich doch selber kaufen. Mann! Der Geizige. Es gibt so Leute, die sind einfach dermaßen. Sie achten wirklich extrem auf den Preis und wollen nicht wirklich, dass es den anderen Personen gefällt. Obwohl, man kann auch sagen, sie wollen auch, dass es dir eher gefällt. Aber es soll preiswert sein. Es soll günstig sein. Und es soll unter die Marke 10 Euro fallen. Ja, okay, man guckt doch schon auf den Preis, aber man geht dann nicht so weit in die Tiefe, dass irgendwie man doch gar nichts mehr wirklich Wunderschönes der Person schenken kann, die man vielleicht mag, mit der man vielleicht zusammen ist oder irgendwie eine Person aus seiner Familie beziehungsweise Freunde, Freundinnen. Man will doch denjenigen was Nettes schenken, womit er was anfangen kann und nicht auf die niedrigste Preisgrenze runtergehen, dass dann irgendwie dadurch ein super Geschenk zustande kommt. Wir würden doch eigentlich als beschenkte Person eigentlich nur noch so sagen, ja, eigentlich hätte ich das gar nicht gebraucht, was du mir da schenkst. Davon habe ich schon 10.000 Stück im Schrank stehen. Der Schnäppchenjäger. Guck mal die Tageszeitung durch. Schnäppchen sind auf jeden Fall bestimmt drin. Oh, 10% Rabatt auf alles. Bis zum 18.12. Ey, da muss ich ganz schnell hin. Da kaufe ich meine Weihnachtsgeschenke. Was hat man da eigentlich noch wirklich zu großartig zu dieser Person zu sagen? Sie guckt auf den Preis, ist sehr preisorientiert und ist einfach wirklich so ein richtiger Schnäppchenjäger. Kannst eigentlich sagen, ein Smart Shopper, der gerne preiswert shoppen eingeht. Aber ich meine, es ist ja auch nicht schlecht, wenn man irgendwie ein paar Artikel günstiger bekommt. Es hat ja auch nicht irgendwie immer was Schlechtes, aber wenn man dann zu doll auf den Preis achtet, finde ich, wandelt sich das zu schnell ab und dann ist doch nur noch ein Problem wieder da, wie bei den Arroganten. Ich meine, da sieht man noch so ein bisschen diese Spur, was Geschenke so angeht. Und da finde ich, ist der Preis, schleppe ich ihn ja noch weitaus der harmloseste. Und ich muss sagen, warum nicht? Man kann günstig shoppen gehen. Man kann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und sich am Preis eher orientieren. Aber warum geht man nicht auf ein Schnäppchen? Vielleicht freut sich derjenige und steht nicht so da mit einer Fresse. Ach, du kommst schon wieder mit so billigen preiswerten Geschenken? Nein, eben nicht. Derjenige kann sich auch drüber freuen. Aber man sollte trotzdem daran sein, dass man auch für diese Person das richtige Geschenk findet. Die Person, die man halt beschenken möchte.
der Kreative. Es gibt Leute, die so gesagt sehr kreativ sein können. Sie überlegen über die Hobbys von der anderen Person nach und versuchen daraus etwas Kreatives zu zaubern. Sie sind eher so dran gebunden, entweder richtig viel Geld auszugeben, um sehr kreativ zu sein, oder ja, in der Preisschiene zu bleiben, den Preis, den sie sich halt ausgemacht haben. Zum Beispiel könnte man sagen, sie bemalen eine Tasse und verschenken diese, weil es was Kreatives ist. Es ist was Einmaliges, was so nicht auf der Welt existiert. Vielleicht mit denselben Farben. Die Farben existieren vielleicht, aber es ist was anderes. Es ist was noch Persönlicheres, als jetzt irgendein Geschenk, was man so vielleicht im Supermarkt kauft. Ach, Creme? Die nehme ich. Es ist weitaus persönlicher und das finde ich echt toll. Der alles egal. Also, ich kaufe jetzt einen Wein für meine Schwester, dann ein Bier und packe ich lecker rein. Ja, dann kaufe ich für meinen Vater ein Bier, 3 Whiskys und ein Likör. Oh, ja. Obwohl, ich könnte ja allen dasselbe schenken. Da spare ich sogar Geld. Das ist ja super. Wir denken uns eigentlich doch nur als Person. Ja, gut. Was soll ich damit anfangen? Suff bis zum Umfallen? Und dann liege ich ja morgen im Bett und komme nicht mehr hoch? Sowas wünschst du mir also. Also dann kannst du mir gleich fernbleiben. Nein, aber ich meine, irgendwie ist es doch sehr... ja, nicht wirklich kreativ, auch nicht wirklich gut überlegt. Beschenkte Person einfach nur, ja, okay, gut. Hättest du denn nicht mir irgendwas anderes schenken können? Das bringe ich doch eh gleich wieder morgen zurück. Und so würde es doch bei uns aussehen in der Art. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat mit diesem wunderschönen, geilen Video, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da oder ein Däumchen nach unten. Eine Bewertung würde mich auch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, Sikorski.